Für mich ist die Entwicklung des ländlichen Raums, das Stichwort gleichwertige Lebensbedingungen in Bayern, an erster Stelle. Das ist die Aufgabe der Freien Wähler. Da sind wir zu Hause, da kennen wir uns aus, da haben wir die Kompetenz wie keine andere Fraktion im Landtag. Und ich als ein Abgeordneter aus dem Bayerischen Wald weiß da auch insbesondere, um welche Fragen und welche Probleme und Sorgen es geht. Das müssen wir weiter intensiv bearbeiten, denn die Entwicklung in Bayern klafft nach wie vor auseinander. Die Probleme des Ballungsraums einerseits geprägt durch eine Wirtschaftsdynamik, da spielen Verkehr und insbesondere natürlich auch der Wohnungsmarkt eine Rolle. Und die Entwicklungsprobleme der ländlichen Räume sind uns und sind mir besonders wichtig. Da wird es weitergehen um Wirtschaftsförderung, um Behördenverlagerung, um die weitere Entwicklung des Breitbandausbaus, um die Erhaltung der Schulen. Das sind unsere Hauptthemen und denen will ich mich auch widmen.